Angst bewirkt im Körper verschiedene Reaktionen, Flucht, Kampf oder Erstarrung. Die Amygdala schickt das Signal an die Nebennieren, die Stresshormone Adrenalin und Cortisol auszuschütten. Die Leber produziert Zucker. Die Atmung wird flacher, Adrenalin beschleunigt den Herzschlag und flutet die Muskeln mit Blut. Nach 12 Millisekunden ist der Körper bereit für Flucht oder Kampf. Bleibt beides aus, schlägt die körperliche Reaktion ins Gegenteil um. Der Herzschlag fällt ab, die Muskeln versteifen sich. Man ist sprichwörtlich vor Angst wie erstarrt.